Hallo und herzlich willkommen zurück zu Splatoon Online, bei mir eurem Feuerstachel. Heute mit dem Dreier-Schwapper Fresco. Er kommt mit der Spürbombe als Sekundär und dem Echolokator als Spezialwaffe, hat eine ziemlich gute Feuerkraft und die Leichtheit ist auch sehr gut vorhanden, das heißt, man kann mit ihm flink um die Häuser rasen. Dafür hat allerdings eine etwas niedrigere Reichweite bekommen, aber da er immer noch die Gegner innerhalb von zwei Schwellen platt macht, ist es auch kein allzu großes Defizit. Mal schauen, was wir mit ihm gleich in der Lobby reißen können. Und das Match beginnt entweder auf der Tümmlerkuppel oder der Schollensiedlung. Und Grüße gehen raus an Leini und jeden anderen, der mit reingejoint ist. Und wir starten durch auf der Schollensiedlung. Nun erstmal zu ein paar wichtigen Eigenschaften des Dreier-Schweppers. Denn, wie der Name schon sagt, beinhaltet er 3R, was dafür steht, dass er in drei Richtungen seinen Spalt verteilt schießt. Eine geht direkt nach vorne, eine nach links und eine eher nach rechts. Sämtliche Schwelle richten allerdings denselben Schaden bei Gegnerkontakt an. Das heißt nämlich 62 Schadenspunkte, so dass er, egal wie viele Verteidigungsplus der Gegner hat, sämtliche Gegner innerhalb von zwei Schüssen killt. Das heißt, erster Schuss, zweiter Schuss hinterher und schon ist er weg. Natürlich kommt er schon manchmal nach einem Schuss und weg, sofern er jedenfalls schon etwas vorgeschwächt worden war. Das sind die wichtigsten Eigenschaften von ihm. Weitere Eigenschaften sind, dass er sich etwas windiger um die Gänge windet als der normale Schwapper, weil er etwas leichter gemacht worden ist, beziehungsweise leichter gebaut war. Und gemeinsam haben wir es auch geschafft, den Leon zu plätten. Das freut uns. Da ist noch jemand. Hallo. Dankeschön. Ich habe schon fast gedacht, es wird nichts mehr. Er hat allerdings den Echolokator, nicht den Kugelschild als Spezialwaffe, welches ja die normale Version eigentlich gehabt hätte. Das finde ich ein bisschen schade, aber dafür hat er im Ausgleich noch die Spürbomben dazu bekommen, was das Ganze wieder so halbwegs wegmacht. Ich würde sie gerne mal demonstrieren, die Spürbomben nochmal, auch wenn sie die meisten wahrscheinlich schon kennen. Das hier sind sie. Hallo. Ist er echt noch reingerannt? Ich glaube, er wurde von Leo gekillt. Aber selbst wenn er ihn nicht mitgenommen hätte, wäre er, glaube ich, in meine Spürbombe reingerannt. Das ist irgendwie ein bisschen bitter, oder? Findet ihr nicht? Irgendwie schon. Okay, wollt ihr sie jetzt spawn-trappen, oder? Was ist eure Begierde? Ich meine, ich bin dabei. Ich bin dabei. Weg mit dir. Und der andere kann auch gerne nach unten kommen, ne? Ich verstecke mich hier gern. Bin hier gern, dafür zu haben. Okay, zumindest kann ich ihn da vorne noch mitnehmen. Aber dass ich Leon dann einfach von hinten noch an mich reinschleiche, das hatte ich echt nicht mitdacht gehabt. Schade, hast mir das ganze Spiel versaut. Okay, zumindest diesen einen Versuch, sich zu spawn-trappen. Ah, wir werden es trotzdem noch rausreißen, weil schaut mal auf die Inklinge oben. Wir sind so groß dargestellt, da kann eigentlich nichts mehr uns den Sieg aus der Hand reißen. Das ist cool. Übrigens gibt es noch eine weitere Neuigkeit. Ich habe euch ja letztens einen Trailer gezeigt gehabt, der zwei neue Maps dargestellt hatte, nämlich Piranha Pit und Angel V Games, was beides jeweils die englischen Namen der Maps sind. Ich glaube, auf Deutsch heißen sie irgendwie total komisch. So Röneberger Schlucht oder so. Und Angel V Games wurde auch irgendwie ganz, ganz komisch übersetzt. Deswegen bleibe ich lieber bei den englischen Namen. Es soll ja angeblich der letzte freie Inhalt für Splatoon werden, welcher dann bis spätestens Ende Januar released wird. Das finde ich ein bisschen schade, aber ich glaube, gerade so eine Ankündigung, dass es keine weiteren DLCs gibt oder bis jetzt zumindest noch nicht angekündigt wurde, dass es DLCs für Splatoon auf der Wii U gibt, lässt schon ein bisschen Hoffnung da, dass es dann gleich zum Launch der NX einen weiteren Splatoon-Titel geben würde, welcher dann vielleicht komplett neue Modi, Operationen und sonstiges beinhaltet, so dass man da eben noch mehr Spaß hat, weil die letzten Maps, die verfügbar gemacht worden sind, hatten ja schon sehr, sehr viele besondere Eigenschaften im Gegensatz zu den Maps, die seit Anfang an von Splatoon zur Verfügung standen. Deswegen, vielleicht gibt es Splatoon 2, was dann sehr, sehr viel Wert auf parkourlastige Innovationen, vielleicht auch dynamische Maps belegt, wie zum Beispiel, im Trailer hat man ja auch gesehen, man schießt zum Beispiel auf so ein Ventilatorrad und dann dreht sich plötzlich das und eine Plattform schießt aus dem Boden nach oben. Und auch bei den verfügbaren Maps wie zum Beispiel Mai Mai Resort ist der Wasserstand ja gesunken, welcher dann neue Flächen offenbart hatte. Und Piranha Pit sind es eben diese bewegbaren Plattformen oder Laufbänder sozusagen. Wer weiß, was da alles auf uns zukommen wird. Naja, wir auf jeden Fall sehen uns wieder im nächsten Match. So, hoffentlich geht's jetzt weiter auf unter der Tümmlerkuppel. Dann haben wir immer so ein Ding-Dong, Ding-Dong und die Maps switchen voneinander zur nächsten, aber anscheinend doch nicht. Naja, wir sind ja schon mal ein bisschen eingespielt auf der Schollensiedlung. Da können wir den zweiten Sieg auch noch gleich mit danach hinzubuchen. Ich meine, der ist jetzt zum halben Preis verfügbar, kann man gerne machen. Ich meine, der ist auf jeden Fall drin. Erstes gekauft, Gutschein für den zweiten erhalten, kostet er nur noch die Hälfte vom ersten. Das ist doch cool. Typische Discounter-Methode. Kauf zwei, zahl eineinhalb. Oder meistens so, kauf drei und zahl nur zwei. Oh.
Meistens ist es aber dann doch etwas teurer, als es online wäre. Joa, war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Leini, guter Wurf, muss ich dir echt mal lassen. Guter Wurf. Okay, aber ich will mich natürlich auch diesmal wieder revanchieren. Deswegen mal schauen. Bist du immer noch da oben, oder hast du schon ein anderes Plätzchen zum Verstecken gesucht gehabt? Falls du immer noch hier bist, würde ich sagen, ich komme dich mal kurz holen. Dum, dum, dum. Er ist hier an der Seite wahrscheinlich entlang gerast. Aber ich komme da nicht rüber, warum? So, na also. Okay, erst nach unten. Willst du mal zurückkommen? Yes, dankeschön. War zwar nicht Leini, aber waren trotzdem zwei andere Gesellen. Die nimmt man auch gerne mit auf einen kleinen Trip ins Unendliche. Okay, wo ist er? Er ist zurück. Okay. Hier oben kommt wer. Nein, er hat die alte Version mit dem Strubelschild. Aber anscheinend ist ihm gerade auch die Tinte ausgegangen. Das finde ich gut. Ich meine, geteiltes Leid ist halbes Leid. Okay, da ist er. Was ist hinter mich? Er hat sich hinter mich irgendwie buxiert gehabt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Oh. Und dass gerade er hinter mir stand und nicht ich hinter ihm. Ist schon eine kleine, aber feine Detailheit, die mir halt leider diesen Sieg bzw. diesen Zweikampf unmöglich gemacht hatte. Wie ist es gekommen? Jetzt sind die Gegner plötzlich in Führung. Komm, Freunde, da müssen wir raushauen. Das kriegen wir hin. Ich hätte jetzt halt voll gern meinen Echolokator, dann würde ich nämlich sehen, wo sich die Gegner von hinten anschleichen oder ob sie es denn machen. Wäre schon ganz cool, aber ich denke, ohne geht es auch so halbwegs. Okay, schnell, schnell wieder recovern. Du siehst mich nicht. Ich bin hier gar nicht vorhanden. Ne? Und ganz schnell den Weg durchbahnen, damit ich zumindest etwas reißen kann. Jo. Dum, 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 dum. Okay, wo seid ihr? Da oben kommt wer runtergejumpt. Und hier unten ist wer. Nein, warum hat er immer sein Schild? Geh weg, bleib weg, bleib weg. Oh. Leider hält es etwas länger, als ich gedacht hatte. Ich glaube, so um die 8 Sekunden, oder? Kann das sein? Ich wette, irgendjemand hat es mal ausgetestet gehabt. Und falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Aber ich rate jetzt einfach mal, dass es 8 Sekunden sind. Weil so hat es sich gerade eben auch angefühlt gehabt. Oder nur 5. 5 bis 8 sind es auf jeden Fall. Komm. Komm, Team. Wir können das schaffen. Ich weiß das. Und ich will nichts. Ich wollte zumindest noch einmal mitnehmen, aber irgendwie will das nicht. Im ersten Match liegt es besser. Jetzt hat er, jetzt weiß er, dass ich ein bisschen mehr zu respektieren bin. Und es vielleicht auch hinkriege, wenn er mir eine Chance lässt. Jetzt lässt er mir keine Chance mehr. Oh nö. Okay, Doki. Dann würde ich sagen, probieren wir einfach nochmal ein bisschen was. Komm. Irgendwas wird man schon reißen können. Dass ich gerade eben einfach nur da oben dumm rumgelungert war, war wahrscheinlich nicht wirklich sinnvoll. Aber gut. Mal schauen, was das Ergebnis sagt. 33% zu 52,5. Hätte besser sein können, aber muss man sich mit zufrieden geben. Ist jetzt auch nicht so schlecht gewesen. KD 1 zu 4 war immer noch der Beste aus meinem Team, was die Punkte zumindest sagen. Und damit lässt sich's leben. Auf jeden Fall besser als Leini und hatte dieselbe Wache. Das geht durch. Und wir sehen uns wieder im nächsten Match. Weiter geht's und jetzt hoffentlich wirklich auf der Timmler-Kuppel, Freunde. Ansonsten bin ich traurig. Weil ich will sie zumindest heute noch einmal sehen und hier ist sie auch schon. Goodie, ich würde sagen rechts oder links? Rechts, links, rechts, links. Rechts. Weil ich gehe meistens immer links und jetzt kann ich auch mal einen anderen Weg wählen, damit es ein bisschen mehr Dynamik mit reinbekommt. Ich glaube, ich werde auch schon gleich von jemandem verfolgt, weil der denkt, wäre auch gar keine so schlechte Idee, mal nach rechts abzubiegen. So könnte ich den Gegner nämlich gleich hier oben auflauern und nein, jetzt will er sich wieder an mich ranmachen. Ich mag dich aber nicht, ne? Du bist mir nicht ganz so geheuer. Du mit deiner Cappy, willst mir nur sagen, dass du Level 50 bist, ne? Die hat nichts auszusagen. Das ist einfach nur ein anderes Plus, der ihm wirklich nicht sehr viel bringen mag. Ich meine, selbst wenn er 3 draufklatschen würde, hätte er keinen besseren Angriffswert. Das heißt, keinen so guten Angriffswert, dass er mich schon mit einem Schwall killen würde. Das ist hier nämlich leider total nicht möglich. Okay, willst du ihn verteidigen? Hast du geschafft. Oh, ich wette, der hat nie damit gerechnet, dass ich da wirklich reinrenne, aber ich habe es halt einfach mal gemacht, weil ich es drauf angelegt hatte. Tja, schade war's. Hätte man aber mit rechnen müssen. Ist er immer noch hier vorne? Falls ja, da versteckt er sich echt gut. Nö, er ist da hinten. Ich komme nicht holen, ne? Freundchen. Danke. So leicht kriegt ihr mich dann auch nicht wieder mit, ne? Also ihr müsst euch schon ein bisschen zumindest anstrengen. Zwar nicht viel, aber ein bisschen muss schon drin sein. Okay, ich gehe da einfach mal über die Gitter hin und her. Lad mich davor auf, damit ich hier oben auch ordentlich viel Tinte zum Verbrasseln habe. Und würde sagen, ich halte euch dann einfach mal von oben so ein offenes Auge bereit, was euch dann warnt, falls ihr irgendwie sich ein Gegner an uns reinwagen will. Ich glaube, jetzt seht ihr sie ja eher, also geht es klar. Hallo. Na klar, willst du mich wieder so killen. Aber nein, kriegst du nicht hin, kriegst du nicht hin. Ist da vorne wer? Leider nicht.
krieg dich. Hab keine Titte mehr. Und der hat ein Schild. Warum haben alle ein Schild? Immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten haben die ein Schild. Ich bin weg. Ich habe keine Titte mehr. Okay, ich lebe. Ich lebe noch irgendwie. Zumindest den will ich noch mitnehmen. Goody. Und ich bin weg. Ich bin weg. Das wird mir jetzt doch etwas zu heikel, wisst ihr? Gut, danke. Oh, wie ich das überstanden habe, ich habe absolut keinen Plan. Ist mir da irgendjemand zu Hilfe geeilt oder war das einfach nur pures Glück? Ich glaube, das war pures Glück. Jetzt hatte ich allerdings kein Glück mehr. Naja, vorne war schon zu viel Glück vorhanden. War halt nichts mehr übrig für diese kleine Lage da. Schade. 45 Sekunden. Wir sind in Führung, aber wenn ich weiter so mache, dann könnten wir die Führung noch abgeben. Was mir dann nicht ganz so sehr gefallen will. Okay, hier oder hier? Okay, gar nicht mehr. Geht auch klar. Das finde ich auch am witzigsten. Man versucht die ganze Zeit hier die Wand hochzukraxeln, aber irgendjemand versaut es einem die ganze Zeit. Am Ende wird man dann einfach beim Versuch, eine Wand zu erklimmen, erledigt. Das ist echt eine miese Situation. Ich meine, man hätte zumindest auch die Wand hochgekonnt, beziehungsweise hochgewollt. Aha. Voll schade und voll fies von mir gerade eben. Okay, wo ist er? Da ist er. Naja, jetzt weiß ich ja eh, wo sie herkommen. Okay, sie kommen von da. Sie wollen mich auf jeden Fall nochmal killen, aber ich lasse das nicht zu. Oder ich will zumindest nicht zulassen. Und hat gepasst. Ich liebe es, den Inferno-Connor nicht mehr abschießen. Das ist nämlich einfach wieder aus seinem Kopf runtergeprasselt. Das heißt, er hat so lange gebraucht, um ein Ziel auszuwählen. Tja. Aber ich denke, das hätte ihn eh nicht mehr allzu viel gebracht. Ich glaube, maximal 8% hätte den Inferno noch gebracht gehabt. Bei großen Maps, bei kleineren wahrscheinlich nur um sie 5%. Deswegen, ja. Musst du nicht traurig sein. KD 2 zu 3. Geht durch. Geht durch, Freunde. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch noch mal einmal eine Rangkampfoption an. Bis gleich, Freunde. Kleiner Sidefact, liebe Freunde. Da während dieses Matches einfach die Facecam ausgegangen war, weil kein Akku mehr da war, hatte ich nicht mehr weiter kommentiert und habe mich einfach total auf das Match an sich konzentriert. Und jetzt schaut mal, was währenddessen dabei rauskommt. Viel Spaß mit dem ziemlich interessanten Match und haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Feuerstachel. See you. Let's go.